Jetzt die aktuelle Umfrage. Das denkt Österreich. Die Meinung der Bürger zur Politik mit der großen Studioanalyse. Jetzt die aktuelle Umfrage. Nur auf OE24TV. Ja, willkommen bei Fellner Live. Wir starten heute mit der aktuellen Umfrage der Woche. Das Research Affairs Institut stellt ja einmal in der Woche für die Tageszeitung Österreich und für OE24TV eine repräsentative Umfrage. 1000 Befragte, und diese Woche ist besonders spannend, denn es ist die erste Umfrage nach der Burgenlandwahl, und die werde ich gleich gemeinsam mit Österreich Politik Insiderin Isabel Daniel analysieren. Hallo Isabel. Hallo. Starten wir gleich einmal, würde ich sagen, mit der Sonntagsfrage, und zwar gibt es zwei Sonntagsfragen. Einmal die klassische Sonntagsfrage mit jenen Parteien abgefragt, die derzeit im Nationalrat sitzen. Da liegt die ÖVP weiter bei 39% klar auf Platz 1, die Grünen bei 17%. Spannend, die SPÖ kann einen Prozentpunkt zulegen, kommt auf 17%. Die FPÖ bleibt bei 13% schwach und die Neos verlieren einen Prozentpunkt auf 10%. Und wir schauen uns gleich auch die zweite Sonntagsfrage an, nämlich wie sieht das Ganze aus, wenn HC Strache antreten würde mit der DAÖ, nämlich bundesweit, dann ändert sich vorne nichts. Die ÖVP bleibt bei 39%, die Grünen, wie gesagt, bei 17%, jetzt gleich auf mit der SPÖ, die zulegen kann, plus 1%. Die FPÖ käme in diesem Fall nur auf 11%, verliert einen Prozentpunkt gegenüber der Vorwoche. Die Neos mit 10% verlieren zwar auch einen Prozentpunkt, sind aber de facto schon fast gleich auf mit der FPÖ. Und HC Strache, der steigt bundesweit auf 5%, kann also einen Prozentpunkt zulegen gegenüber der Vorwoche, seitdem er diese Veranstaltung in den Wiener Sophiensälen hatte. Isabel, wie beurteilst du diese Umfrage? Starten wir vielleicht einmal vorne. Die SPÖ hat ein bisschen wieder Oberwasser gewinnen können, ist zumindest wieder gleich auf mit den Grünen. Jetzt muss man sagen, 17% ist natürlich noch immer ein katastrophales Ergebnis, aber zumindest ist man nicht mehr Dritter. Also zumindest in dieser Umfrage ist man nicht mehr Dritter, aber natürlich sind wir in der Schwankungsbreite, und die SPÖ weiß, wenn man Kopf an Kopf mit den Grünen ist, könnte es auch sein, dass die Grünen bei 18 liegen und man selbst bei 17, aber es könnte auch sein, dass die SPÖ natürlich bei 18 liegt und umgekehrt, aber zumindest ist die Befürchtung der Roten nicht eingetreten, dass es jetzt sukzessive weiter nach unten geht. Also das sind jetzt einmal die Good News für die SPÖ. Vielleicht hat das was mit der Burgenlandwahl zu tun, vielleicht aber auch damit, dass die Partei, die ein bisschen im freien Fall ist, wie wir sehen, falls Heinz-Christian Strache antritt, nämlich die FPÖ, für noch mehr Krisen und für noch mehr Abwärtstrend sorgen. Weil da ist schon interessant, dass du merkst innerhalb kürzester Zeit, dass diese DAÖ, die eigentlich kein Mensch kennt, mit dem Heinz-Christian Strache, von Woche zu Woche ganz langsam, aber doch 1 Prozentpunkt dazu gewinnt. Und dieses 1 Prozentpunkt, Woche für Woche eines zusätzlich, kommt, nicht sehr überraschend, natürlich von seinen einstigen Parteifreunden, den Blauen. Jetzt muss man sagen, 11% für die FPÖ, das ist ja wirklich schon ein ganz, ganz schlimmer Wert. Das ist eigentlich schon nach Knittelfeld-Niveau. Ja, also nach Knittelfeld waren sie bundesweit so auf dem Niveau, das ist richtig. Man kann davon ausgehen, dass diese 10-11% wirklich die Hardcore-Kernwähler der Freiheitlichen sind, die FPÖ aufgrund von Ideologie, Stammwählerverhalten wählen, egal wer der Parteichef ist, egal was für Turbulenzen es gibt. Aber natürlich merkt man anhand dieses Wertes, dass sich auch die ganzen Wunschträume, die die Blauen hatten, dass sobald Türkis-Grün kommt, das Gleiche gilt im Übrigen natürlich auch für die SPÖ, jetzt sind die erst 3 Wochen in einer Bundesregierung, aber trotzdem müsste man ja denken, die FPÖ profitiert davon, und das tut ist sich definitiv derzeit eigentlich, nicht ich wollte der gerade Fall. Sagen, eher der Gegenteil der Fall, was interessant ist. Schauen wir uns die Kanzlerfrage an, die auch spannend ist. Da liegt der Sebastian Kurz bei 42%, war in der Vorwoche auch, ist ein extrem guter Wert, muss man sagen. Einer der besten sicher, den ein Bundeskanzler in den letzten Jahren, wahrscheinlich sogar Jahrzehnten hatte. Dann gleich auf sind Werner Kogler und Norbert Hofer, beide bei 15%. Und Pamela Rendi-Wagner nur bei 14%, überhaupt nur auf Platz 4 eigentlich. Das ist schon bitter.
Das ist sehr bitter, weil man müsste eigentlich annehmen, dass Randy Wagner zumindest deutlich vor Norbert Hofer ist. Also jetzt, das ist nämlich das Spannende. In der Parteifrage ist die FPÖ so schlecht. Genau. Ja, aber bei der Persönlichkeitsfrage ist der Norbert Hofer noch immer deutlich über seinen Parteiwert. Ja, da könnten die Wähler auch anders ticken als vielleicht die eigenen Parteifreunde, aber natürlich ist 15% für jemanden, der wiederholt Präsidentschaftswahlgänge geschlagen hat. Nein, ist noch immer schwach, aber natürlich besser als die 11%, muss man sagen. Nein, besser als die 11%, aber die ergeben sich vielleicht auch durch seine damalige Bekanntheit und teilweise Popularität bei den Präsidentschaftswahlen. Bleiben wir bei der Pamela Rendi-Wagner. Wir haben dann gefragt, also Research Affairs hat gefragt, wie hat sich denn die Position von Pamela Rendi-Wagner innerhalb der SPÖ nach dem Wahltriumph im Burgenland verändert? Und da sagen, interessant, nur 12% Pamela Rendi Wagner wurde gestärkt, 48% sagen, ist gleich geblieben, macht keinen Unterschied, aber 40%, also knapp unter der Hälfte, sagen sogar, sie wurde geschwächt dadurch. Siehst du das auch so? Ist sie eigentlich geschwächt durch diesen Wahlsieg des Hans-Peter Doskozil? Also sie ist jedenfalls sicher nicht gestärkt worden. Ich finde, die 12% sind sehr gutmütig. Die meinen, sie ist gestärkt worden. Du weißt, dass der Hans-Peter Doskozil nicht einmal den Namen SPÖ auf seinen Wahlplakaten hatte. Er hat einen völlig unabhängig losgelösten Wahlkampf von der Bundes-SPÖ geführt. Und wir wissen alle, wer ist denn einer der lautesten Kritiker gegen den Kurs der Bundes-SPÖ seit 2017? Und auch unter Randy Wagner noch weiter, das ist der Hans-Peter Doskozil. Also man hat ein bisschen jetzt den Eindruck, dass in der SPÖ das Zeitalter angebrochen ist, das man früher von der ÖVP kannte, eine schwache Parteiführung in Wien, also bei der Bundespartei, und starke Landeshauptleute, die hineinregieren und die den Kurs vorgeben. Und man sieht das ja schon, Hans-Peter Doskozil hat seinen Parteifreunden in Wien ausrichten lassen, sie sollen in Sachen Sicherungshaft umdenken, sie sollen beim Kopftuchverbot umdenken. Also ja, ich würde auch eher sagen, ihre Position ist geschwächt, aber sie wird sicher jetzt auf längere Zeit bleiben können, weil der Hans-Peter Doskozil hat sicher ein großes Interesse daran, dass Pamela Rendi-Wagner Parteichefin bleibt. Dann nimmst du schon ein bisschen die nächste Frage vorweg, und zwar ist die, soll Burgenlands Landeshauptmann Hans-Peter Doskozil die Führung in der Bundes-SPÖ übernehmen? 55%, also eine Mehrheit, sagt ja, er soll. 45% sagen nein. Wir haben uns vorher schon ein bisschen die Detailwerte angeschaut. Wenn man das auf Parteien runterbricht, sehr, sehr spannend, sagen bei den SPÖ-Wählern immerhin 58%, Hans-Peter Doskozil soll die SPÖ übernehmen. Also das dürfte sich gedreht haben. Das hat sich gedreht. Weil das war ja bisher nicht, so muss man sagen. Da war Pamela Rendi-Wagner bei der SPÖ eigentlich immer deutlich vorne, nur bei den FPÖ, ÖVP, WN etc. war der Hans-Peter Doskozil stärker. Das ist das wirklich Überraschende in dieser Umfrage, wie du richtig sagst, weil früher, man hat diese Sachen ja teilweise schon 2017 begonnen abzufragen, und da war der Hans-Peter Doskozil in der SPÖ-Wählerschaft eigentlich nie als der stärkstgenannteste, sondern eben bei ÖVP- und FPÖ-Wählern. Und da glaube ich schon, dass das sehr viel mit der Burgenlandwahl zu tun hat. Weil er jetzt einfach dieses Gewinner-Image hat. Genau, er hat das Sieger-Image, und die SPÖ-Wähler sind sicher auch verzweifelt aufgrund des Zustands ihrer Partei und wollen jetzt jemanden, der sie vielleicht zum Siegen führen kann. Dann haben wir gefragt, wer wäre denn der bessere Kanzlerkandidat oder die bessere Kanzlerkandidatin der SPÖ, Pamela Rendi-Wagner und Hans-Peter Doskozil. Und da gehen die Ergebnisse überhaupt ganz weit auseinander. Da sagen sogar 72% aller Österreicherinnen und Österreicher, es ist Hans-Peter Doskozil, und nur noch 28% Pamela Rendi-Wagner. Wenn man sich diese Werte anschaut, ist sie Pamela Rendi-Wagner eine Dead Woman Walking? Ja, aber das ist sie schon seit einem Jahr, und sie beweist natürlich, wie sie selber sagt, Steherqualitäten, aber man muss auch ehrlich dazu sagen, der Hans-Peter Doskozil hat derzeit schlicht kein Interesse, in den Bund zu wechseln, weil jetzt keine Nationalratswahlen anstehen. Und warum sollte jemand den Landeshauptmann-Sessel aufgeben? Die SPÖ und auch Doskozil selbst werden diese Umfragen natürlich, desto näher ein Nationalratswahltermin kommen, desto genauer werden sie darauf achten,
Und es könnte sein, dass es dann einen anderen SPÖ-Spitzenkandidat geben wird. Glaubst du, dass Hans-Peter Doskozil kurz vor der Wahl dann wirklich sich das antun würde und als Spitzenkandidat in so eine Wahl geht? Würde ihn das reizen? Also ich glaube, in der Sekunde, wo er den Eindruck hätte, dass er irgendeine Chance gegen den Sebastian Kurz hat, ja, dann würde er es auf jeden Fall machen. Mhm. Nächste Frage des Research Affairs Instituts war, glauben Sie, dass mit der Burgenlandwahl der Negativtrend der SPÖ gestoppt werden konnte? Da sagen 28% ja, eine deutliche Mehrheit von 72% sagt nein. Also die überwiegende Mehrheit sagt, nein, die SPÖ ist weiter in der Krise, trotz des Siegs von Hans-Peter Doskozil. Ja, weil da muss man jetzt der Fairness halber auch dazu sagen, das Burgenland ist ja nicht mit dem Rest Österreichs so vergleichbar, genauso wenig wie Vorarlberg vergleichbar wäre. Burgenland ist natürlich ein extrem rurales Gebiet, das ist das ruralste Bundesland Österreichs. Die SPÖ hat normalerweise eher in den Städten gewonnen. Also es ist untypisch und es würde abzuwarten bleiben, ob der Kurs von Hans-Peter Doskozil in den klassischen urbanen Bereich genauso gut punkten könnte. Mhm. Kommen wir zur zweiten Person, die die politische Woche dominiert hat, und zwar Heinz-Christian Strache. Und da war die Frage, ist Heinz-Christian Strache für Sie prinzipiell wählbar, wo immerhin 19%, also ein Fünftel sagt, ja, prinzipiell können Sie sich vorstellen, den zu wählen. Das ist eigentlich ein überraschend hoher Wert, oder? Das zeigt, dass die Bevölkerung sehr gutmütig und sehr verzeihend ist. Es ist ein sehr vergesslich eigentlich auch, oder? Weil Ibiza liegt noch nicht einmal ein Jahr zurück, muss man sagen. Und die Spesenermittlungen und sonstiges laufen gerade. Aber es ist wirklich überraschend, dass das schon 19% sind, also dass sich 19% deklarieren. Andererseits ist es auch nicht so verwunderlich, weil wir kennen das auch aus anderen Ländern. Man erinnere sich an jemanden wie Berlusconi zurück. Mhm. Da hat jegliche Justizkalamität, die er gehabt hat, eigentlich nie geschadet. Nur das sollte der FPÖ zu denken geben, weil 19% bedeutet ein Wählerpotenzial, das ungefähr bei 10% liegt, und das würde er ziemlich sicher von den Blauen holen. Und vor allem 19%, muss man auch sagen, ist mehr, als die FPÖ derzeit an Wählern hätte. Ja, die liegen ja nur bei 11%. Dann, und das finde ich auch ein sehr überraschendes Ergebnis, steht vielleicht auch sogar ein bisschen im Widerspruch zu dem, wer ist für Sie der bessere politische Vertreter des freiheitlichen Lagers? Norbert Hofer oder Heinz-Christian Strache, wobei Heinz-Christian Strache kommt eigentlich genau auf diese 20%, also eigentlich genau der Wert von denen, die sagen, er wäre wählbar, aber Norbert Hofer bei 80%, das ist eigentlich, muss man sagen, ein super Wert für Norbert Hofer. Ja, also das ist, ich kann mir vorstellen, dass der sich auch ergibt durch sehr viele Wähler, die natürlich nie die FPÖ wählen würden oder nie den Strache und die vielleicht ein bisschen langhaltig entsetzter reagieren auf das, was die letzten paar Monate waren, sich da eher für den Norbert Hofer als den Heinz-Christian Strache aussprechen. Auch da 20%, die trotz allem, was in den letzten Monaten waren, sagen, Strache ist der bessere Parteichef, das ist ein nicht zu unterschätzender Wert. Ja. Interessant auch, die Frage ist, Heinz-Christian Strache hat sich selber als Vertreter der anständigen Bürger bezeichnet. Ist er als solcher glaubwürdig? Und sogar da sagen 17%, er ist glaubwürdig. Also es dürfte anscheinend wirklich so zwischen 17% und 20% geben, die einfach Strache-Fans sind. Ja, ich glaube, einerseits gibt es Leute, die, das hört man auch immer wieder, die sagen, ja, das war ja alles nur eine besoffene Geschichte, die sich nicht damit auseinandersetzen, was sonst noch alles waren, die der Meinung sind, und da haben sie vielleicht gar nicht einmal so Unrecht, dass die FPÖ unfair agiert und so macht, als wäre das alles alleine gewesen und sie hätten nie von irgendwas gewusst. Das ist so eine Mischung, der Heinz-Christian Strache ist jetzt ein bisschen wie eine Soap-Opera, damit vergleiche ich es. Das ist jetzt nicht mehr Hardcore-Politik und damit gibt es immer Leute, die auch gerne zum Krokodil halten, die das eigentlich lustiger finden. Und die wollen, dass er sein Rocky-Comeback oder ich weiß nicht was feiert. Und dann glaube ich schon auch, was der Heinz-Christian Strache schaffen kann, ist Leute, die überhaupt nicht gewählt haben, weil sie eigentlich mit überhaupt keinen Parteien was anfangen können,
die könnte er vielleicht mit dieser Mischung aus Soap Opera und Outlaw sehr wohl zu den Wahlurnen bringen. Soll Heinz-Christian Strache mit einer Liste nicht nur in Wien, sondern auch bundesweit antreten? 21% sagen ja, 79% nein. Glaubst du, dass die Kandidatur in Wien für den Heinz-Christian Strache ein Sprungbrett ist für eine bundesweite Kandidatur? Also ich glaube schon, dass das ein sehr mittelfristiger Plan ist, aber das wird natürlich extrem davon abhängen, welches Resultat er überhaupt in Wien erreichen könnte. Und da muss ich schon sagen, Wien war immer die politische Heimat von Heinz-Christian Strache. Bundesweit glaube ich nicht, dass er so punkten könnte wie in Wien. Was glaubst du, wäre für ihn möglich bei einer Wienwahl? Also bei einer Wienwahl halte ich 5-8% für eigentlich realistisch. Und abschließend dann noch die Frage, hat sich Heinz-Christian Strache nach dem Ibiza-Fall eine zweite Chance verdient? 23% sagen ja, 77% nein. Unterstreicht ein bisschen das, was du vorher gesagt hast, dass halt viele sagen, der hat einen Fehler gemacht, aber gibt es ihm noch eine zweite Chance. Kommen wir zum Bundespräsidenten Alexander Van der Bellen. Der hat ja jetzt am vergangenen Sonntag die Halbzeit seiner Amtszeit gefeiert, 2,5 Jahre. Die Frage, wie zufrieden sind Sie mit der Amtsführung von Bundespräsident Alexander Van der Bellen? 36% sagen, sie sind sehr zufrieden. 35% sagen, sie sind eher zufrieden. Also wenn man das addiert, sind wir bei 71%, die mit dem Bundespräsidenten zufrieden sind. 14% sind eher nicht zufrieden und 14% gar nicht zufrieden. 71% Zufriedenheit mit Alexander Van der Bellen ist ein sehr hoher Wert, muss man sagen, der vor Ibiza, also letztes Jahr im April, ganz anders ausgeschaut hat. Der ist eigentlich jetzt im Nachhinein, muss man sagen, der große Gewinner dieses ganzen Ibiza-Chaoses gewesen, oder? In Wirklichkeit ja, kann man wirklich so auf den Punkt bringen, weil er hat ja davor noch vor einem Jahr enorm polarisiert. Wir erinnern uns zurück an diese Wahlkämpfe und das hat sich dann auch in den Umfragen danach noch gespiegelt, lange Zeit. Und dadurch, dass er in dieser ganzen Ibiza-Krise doch diese Ruhe ausgestrahlt hatte, er hat sehr verhindert, dass es zu einer Staatskrise wurde, merkt man, dass er jetzt weit über die Parteigrenzen hinaus wirklich geschätzt wird. Und insofern glaube ich, dass, falls er bei der nächsten Hofburgwahl wieder antreten will, wünsche ich jeglichen potenziellen Gegner viel Glück, weil gegen solche Zahlen anzukämpfen ist chancenlos. Ja. Wie zufrieden sind Sie mit der Zusammensetzung der ÖVP-Grün-Regierung? Da sagen 10%, Sie sind sehr zufrieden, 47% eher zufrieden. Ergibt zusammen 57%. Das ist ident eigentlich mit dem Wert, wenn man die beiden Parteien addiert, nämlich 39 plus 17 oder beziehungsweise 1% mehr. Aber spannend ist, der Wert bin sehr zufrieden ist relativ niedrig mit 10% eigentlich. Warum? Naja, grundsätzlich ist man ja mit Regierungen selten sehr zufrieden, weil nicht Milch und Honig fließt. Und natürlich ist es auch eine doch polarisierende Situation. Wir dürfen nicht vergessen, noch vor wenigen Monaten gab es eine türkis-blaue Regierung, jetzt eben türkis-grün, das ein ziemliches Gegenmodell zu dem ist. Aber was mir an den Werten auffällt, ist, dass sie eigentlich dort angelangt sind, wo die schwarz-blaue Regierung in ihren Spitzenzeiten war und dass dieses sehr bis eher zufrieden offenbar, wenn es gut läuft, immer so um die 56-57% sind. Und abschließend haben wir noch das Politbarometer der Minister und wichtigsten Parteichefs und des Bundespräsidenten. Da liegt nach wie vor Sebastian Kurz in Führung, auch wenn er leicht verliert. 42% ist der Saldo aus positiver und negativer Meinung. Dahinter ebenfalls mit einem leichten Minus Alexander Van der Bellen mit 38%, Werner Kogler mit 25% auf Platz 3, auch der verliert 2 Prozentpunkte. Der große Gewinner der Woche ist der Rudi Anschober, liegt schon bei 12%, liegt jetzt sogar schon vor dem Außenminister Schallenberg und dahinter dann NEOS-Chefin Meindl-Reisinger, Elisabeth Köstinger, der Bildungsminister Heinz Fassmann und die beiden grünen Ministerinnen Gewessler und Zadic. Sind da Überraschungen dabei für dich? Ehrlich gesagt, nein. Ich glaube, beim Rudi Anschober ist es, weil er in dieser ganzen Corona-Krise, Virus-Krise sehr präsent ist, sehr ruhig auftritt.
Ansonsten, weißt du, so 1 bis 2 Prozentpunkte verlieren ist eine Momentaufnahme und Schwankungsbreite. Interessant finde ich, welche Oppositionschefin drauf ist und welche nicht auf den Vordergrund. Genau, das schauen wir uns als nächstes an, und zwar die Politiker, die schlechter bewertet werden. Da sind im Plus noch 5 türkise Minister, nämlich die Wirtschaftsministerin Schramböck mit 5%, Finanzminister Blümel mit 3%, Familienministerin Aschbacher mit 3%. Verteidigungsministerin Tanner mit 3% und Caroline Edtstadler mit 2% und die Integrationsministerin Raab, der Vollständigkeit halber, liegt noch bei 0%. Und dann beginnt das Minus. Muss man sagen, es ist nur ein einziger Minister im Minus, ganz knapp, muss man auch fairerweise sagen. Der Karl Nehammer, der Innenminister. Innenminister haben es nie ganz einfach. Aber warum ist der im Minus? Was hat der falsch gemacht bisher, außer dass er sich mit Hans-Peter Doskozil angelegt hat? Das ist vielleicht eine Todsünde, ich weiß es nicht, aber ich glaube, dass generell, du hast es eh schon angesprochen, Innenminister sind meistens sehr polarisierend. Mhm. Wir sind jetzt erst in Woche 3. Ich würde auch nicht unterschätzen, dass viele den Karl Nehammer vielleicht noch mit seiner Generalsekretärszeit in Verbindung setzen. Das ist auch wieder jemand in allen Parteien, der meistens nicht sonderlich beliebt ist. Also da wird man abwarten müssen. Das Gleiche gilt übrigens für den Gernot Blümel, der als Finanzminister mit 3% liegt. Da würde es mich nicht wundern, wenn der in den kommenden Monaten steigt, sobald er mehr Präsenz hat. Genau, weil der Löger, darf man nicht vergessen, der letzte Finanzminister war immer nach Sebastian Kurz das beliebteste Regierungsmitglied in der letzten Regierung. Also normalerweise traditionell Finanzminister und Außenminister liegen ziemlich weit vorne. Erstaunlich finde ich, dass eben die neuen Ministerinnen eigentlich alle im Plus sind, außer die Integrationsministerin, die bei Null liegt. Also Und dann, du hast es eh schon angesprochen, die beiden Oppositionschefs, Norbert Hofer und Pamela Rendi-Wagner, beide im Minus. Norbert Hofer mit minus 13% und Pamela Rendi-Wagner kannst du zulegen gegenüber der letzten Woche, aber mit minus 22% natürlich da von den aktiven Politikern, wenn wir HC Strache außen vor lassen, mit Abstand die unbeliebteste. Ja, eindeutig, und das ist wahrscheinlich jetzt doch wirklich ein Problem, da einen Imagewandel zu schaffen, aber das hat ja sicher teilweise auch die eigene Partei eingebrockt, weil natürlich, wenn du permanent mitkriegst, dass die eigenen Parteifreunde ihr widersprechen, ihr was zurufen, dass sie in einem SPÖ-Präsidium herzhaft über eine Sicherungshaft reden und sich dann auf die ganz kluge Formel Jein einigen, wundern mich solche Werte auch nicht. Und zum Schluss dann noch HC Strache minus 57%. Schlechter geht es eigentlich nicht mehr, muss man sagen, mit Abstand das Schlusslicht. Aber auch der hat in den letzten Wochen schon und heute noch einmal zugelegt. Also der lag ja noch schlechter. Immerhin jetzt minus 57%. Aber kann man mit so einem schlechten Wert deiner Meinung nach trotzdem was reißen? Du sagst ja. Ja, kann man definitiv, weil Heinz-Christian Strache kann so und so nicht in der Masse fischen, in der Wählerklientel, um die es geht, schaden ihm solche Werte nicht. Isabel, vielen Dank für die Analyse der Umfrage. Wir machen eine ganz kurze Werbepause und dann sind wir gleich zurück. Und dann ist Michael Schnedlitz gleich bei mir zu Gast. Sagt Ihnen wahrscheinlich eher nichts, außer Sie sind aus Wiener Neustadt, dort ist er Vizebürgermeister. Aber den Namen müssen Sie sich merken. Der Herr ist seit gestern Abend der neue FPÖ-Generalsekretär. Also das, was einst einmal Herbert Kickl war, ist jetzt Michael Schnedlitz, der neue Rambo der FPÖ sozusagen. Schauen wir mal, wie viel Rambo wirklich in ihm steckt. Mit ihm sprechen wir gleich über die FPÖ, über die Positionierung der FPÖ, aber auch über ihn. Seine Bestellung war nicht unumstritten, unter anderem, weil er bei einer Veranstaltung die lieben Identitären begrüßt hat. Wie geht denn das überein mit seiner neuen Rolle und auch mit der Parteilinie, wo ja der Parteichef Norbert Hofer gemeint hat, man will mit den Identitären eigentlich nichts zu tun haben. Also wie gesagt, gleich hier Michael Schnedlitz, der neue FPÖ-Generalsekretär, davor noch eine ganz kurze Werbepause. Pause.